Es gibt wieder mal neue Informationen zu Cities Skyline 2, darunter auch die Menge der Kacheln. Das Ganze wurde von Xbox Wire veröffentlicht und Cities Skyline selbst hat das Ganze nochmal retweetet. Also sollte das eigentlich auch seriös sein. Es gab ein Interview zwischen den Machern und den Xbox-Leuten und den haben sie jetzt veröffentlicht. Da gucken wir uns den Text einfach mal an, das ist viel Text, ja, aber ich zeige euch einfach mal die wichtigsten Stellen. Zum Beispiel diese hier, auch eine bebaubare Fläche von 159 Quadratkilometern und können über 4000 Gebäudeobjekte vorweisen. Hört sich schon mal ziemlich groß an. Scrollen wir ein bisschen weiter runter, bis wir noch mehr Informationen finden, die wichtig sind. Da geht es gerade um die Steuerung, aber es ist nicht so wichtig. Das hier ist ein bisschen wichtiger. Jede Karte besteht aus 441 Kacheln, die in beliebiger Reihenfolge freigeschaltet werden können. Ist eine große Zahl. Vielleicht sind die Kacheln aber auch ein bisschen kleiner, als wir die jetzt haben. Wer weiß das schon. Man kann aus den Startplättchen eine zusammenhängende Stadt wachsen lassen, kleinere separate Gebiete schaffen, die durch vorgefertigte Autobahnen auf der Karte verbunden sind. Also ich stelle mir das jetzt so vor, wir haben hier unsere Stadt, lassen ein paar Kacheln aus, kaufen die nicht und kaufen eine Kachel weiter weg, sodass wir eine Art Insel haben, also das richtige Wort wäre glaube ich Enklave, und dann können wir da so ein abgelegenes Dorf hinbauen. Nur ist das Ding, dass du keine Autobahn da hinbauen kannst, sondern die Autobahn vorher schon da sein muss, von der Karte aus. So habe ich es verstanden. Da geht es auch um die realistische Beleuchtung der Sonne, ist zwar wichtig, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ich fand das sehr interessant. Das bedeutet, dass die Bürger in Cities Skyline 2 Geld verdienen und es für Wohnen, Reisen und Aktivitäten ihrer Freizeit ausgeben. Ja, hast du arme Leute, dann geben die kein Geld in Gewerbegebieten aus und so weiter, ne? Also ich finde, dass dieser Text in die richtige Richtung geht, das wirkt so, als würde das Spiel weiter in diese ganzen Strukturen reingehen, das alles ein bisschen vertiefen. Die Unternehmen sollen dann auch tiefgreifender funktionieren. Die suchen sich dann zum Beispiel Standorte mit bester Anbindung, mit Zugang zu Ressourcen und Arbeitskräften. Sie handeln mehr mit den Waren und nutzen auch diese speziellen Materialien. Es gibt ja verschiedene Ressourcen jetzt, die wurden ein bisschen aufgeteilt, haben wir gesehen im Trailer. Also hört sich auch ein bisschen an wie vom ersten Teil, aber ich denke mal, das ist alles ein bisschen überarbeiteter, verbessert. Hier steht irgendwas von Verkehrs-KI, also habe ich gleich eure Aufmerksamkeit. Auch die Wegfindung und die Verkehrs-KI wurden überarbeitet, um ein noch intensiveres Erlebnis zu ermöglichen. Fahrzeuge können spontan Entscheidungen treffen, die den Verkehrsfluss verbessern, wie zum Beispiel einen Spurwechsel und sogar versuchen, vorbeifahrenden Einsatzfahrzeugen Vorfahrt zu gewähren. Es ist intelligenter, reaktiver und ermöglicht ein hyperrealistisches Management. Ja, mehr wollten wir doch nicht, warum denn nicht gleich, hä? Eine weitere coole und neue Sache ist die Einführung von Parkplätzen, die die Stadt wirklich realistischer erscheinen lassen. Die Bürger müssen einen Parkplatz finden und das wird die Bedeutung des Umgangs mit Straßen und Verkehr noch weiter steigern. Also für mich heißt es jetzt, dass man eigene Parkplätze bauen kann und die Bürger auch einen Parkplatz finden müssen und nicht einfach ihr Auto in die Hosentasche reinstecken und dann weiterlaufen. Das war ja sonst immer so. Ich denke, es wird trotzdem so sein, dass es in manchen Fällen verbuggt ist und die Autos dann doch verschwinden, wenn da kein Parkplatz ist. Aber hört sich auf jeden Fall ziemlich gut an. Wenn man weiter runter scrollt, handelt der Text von verbesserter Einwohner-KI. Also die Leute denken intelligenter, haben ein detaillierteres Leben. Sie haben ihre eigenen Einnahmen und Ausgaben, das hatten wir auch schon. Und dann entscheiden sie je nachdem, wo sie einkaufen gehen, wie viel Geld sie ausgeben und so weiter. Hier steht irgendwas auch von die Möglichkeit geben, ihre Meinung über die Stadt sinnvoll zu äußern, was auch das jetzt heißen soll, weiß ich auch nicht. Also der Text sagt irgendwie, es ist besser geworden, aber was genau jetzt ist, kann ich daraus jetzt nicht irgendwie fassen, also keine Ahnung. Dann kommen da noch die Jahreszeiten vor, aber das wissen wir seit dem allerersten CGI-Trailer schon, dass es im Winter schneien wird. Luftverschmutzung haben wir auch im letzten Trailer schon gesehen. Was hier neu ist, ist das Pumpen von Süßwasser. Das heißt, dass man nicht mehr das Meer anzapfen kann, weil er salzig ist, man muss dann Süßwasserquellen suchen oder vielleicht das Wasser auch umwandeln. Hier steht, dass die Jahreszeiten je nach Karte unterschiedlich sind, also eine tropische Karte wird sich anders verhalten als eine europäische Karte. Außerdem soll der Verkehr und der Stromverbrauch auch noch beeinflusst werden. Weiter unten steht, dass das Spiel immer noch anfängerfreundlich ist, sodass wenn man neu ist, dass man immer noch ein reibungsloses Gameplay hat, aber wenn man schon fortgeschritten ist, kann man sich um die ganzen kleinen Feinheiten kümmern. Das war's eigentlich mit dem Artikel. Habt einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder.